Ja, wie baue ich denn mein Portfolio auf als Fotograf oder Videograf? Diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt und deshalb möchte ich darauf heute mal eingehen. Denn egal, ob du Fotograf oder Videograf bist und du Imagefilme, Events, Musikvideos oder Hochzeiten fotografierst oder filmst, es ist einfach wichtig, ja, sich da ein Portfolio aufzubauen, damit du zum einen ja, deine Fähigkeiten zeigen kannst und zum anderen kannst du auch dann ganz gut für dich üben. Ja? Aber wie baut man denn so ein Portfolio auf? Ja, zunächst sollten wir da erst einmal die Frage stellen, in welchem Bereich bzw. in welcher Branche man es überhaupt machen möchte. Denn je mehr du dich gewissermaßen auf eine Nische spezialisierst, umso einfacher wird es dir auch dann fallen, immer mehr Aufträge da zu bekommen. Nehmen wir das Beispiel Hochzeiten. Ja, je mehr du von Hochzeiten machst, egal ob filmst oder fotografierst, ja, desto besser wirst du natürlich in diesem Bereich und umso mehr wirst du auch davon bekommen. Und wie kommen wir da jetzt genau an Brautpaare zum Beispiel? Also eines der Dinge, die ich immer wieder empfehle, wenn mich Leute das eben fragen, ist es, dass ich ihnen sage, naja, schau doch mal nach Zielgruppenbesitzpartnern. Also was es heißt konkret ist, du sollst zum Beispiel auf Google gehen, ja, und dort eben rausfinden, ob es irgendwelche anderen Hochzeitsfotografen, Hochzeitsvideografen oder generell Hochzeitsdienstleister eben bei dir in deiner Nähe gibt. Und das findest du eben auf Google. Und in der Regel ist es so, dass gerade die, die, sag ich mal, gewissermaßen auch auf den ersten Seiten zu finden sind, dass es diejenigen sind, die meistens auch gut ausgebucht sind. So, und angenommen, du bist Hochzeitsvideograf, dann wirst du es recht einfach haben. Denn das Einzige, was du machen müsstest, ist, du rufst ein paar Hochzeitsfotografen an, die praktisch wahrscheinlich sowieso irgendwie eine Hochzeit am kommenden Wochenende gebucht haben, ja, oder generell über die Hochzeitssaison. Und dann fragst du diese Person, hey, hast du möglicherweise ein Brautpaar dabei, die kein Hochzeitsvideo haben? Weil du würdest es gerne anbieten, ja. Und das machst du halt mit ein paar Hochzeitsfotografen zum Beispiel. Du holst dir 5 bis 10 Leute, schreibst du raus, ja. Und dann kannst du diese entweder per Instagram DM anschreiben oder direkt eben anrufen und da mal nachfragen, ja, ob das denn irgendwie eine Möglichkeit wäre, dass du da eben kommen würdest. Wenn du Fotograf bist, dann ist es sehr ähnlich. Ja, du kannst natürlich andere Floristen fragen, du kannst andere Videografen fragen. Möglicherweise kennen sie eben auch Brautpaare, die ja noch keinen Fotografen haben. Was meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar unwahrscheinlicher ist, ja, weil eigentlich haben alle Hochzeiten irgendwie immer einen Fotografen. Aber genau, das kannst du dennoch versuchen. Was ich dir aber eher raten würde als Fotograf, ist es wahrscheinlich eher Freunde, Familie und Verwandte mal zu fragen. Du könntest theoretisch Leute aus deinem Bekanntenkreis fragen, ja. Vielleicht hast du Freunde, die bereits verheiratet sind und denen bietest du ein Shooting an. Ja, und da triffst du dich mit denen draußen, ja, man nennt es auch After-Wedding-Shooting und das kannst du eben diesen Leuten anbieten und dann kannst du darauf hingehend anfangen, dein Portfolio aufzubauen, du kannst darauf hingehend anfangen zu üben und in der Regel spricht sie das eigentlich rum. In der Regel ist es dann so, wenn du das so langsam aber sicher anfängst zu machen, dass dann der eine oder andere aus deinem Freundeskreis davon mitbekommt, ja, und dann fragt, hey, könntest du nicht auch meine Hochzeit fotografieren, ja, und da kommst du dann eben ganz schnell an Hochzeiten ran. Ja, und eine weitere Möglichkeit, die es noch gibt, ist praktisch, du fragst auf eBay Kleinanzeigen. Ja, du erstellst praktisch wirklich eine Anzeige auf eBay Kleinanzeigen und sagst, hey, du bist neu und du würdest gerne eine Hochzeit fotografieren oder eine Hochzeit eben filmen. Und dann wirst du wahrscheinlich dort angeschrieben von einigen Brautpaaren. Natürlich im Gegenzug, dass du dann auch diese Hochzeiten veröffentlichen darfst. Dafür machst du es dann entweder für recht wenig Geld oder eben for free. Aber so könntest du eben dir ganz schnell ein Portfolio aufbauen. Ja, aber wie sieht das Ganze dann im Bereich Imagefilme aus? Ja, da ist es so, generell, bevor wir da jetzt an ein Portfolio rangehen, würde ich dir gerne Folgendes empfehlen. Du solltest dich eher an KMUs richten als an große Konzerne. Also an Unternehmen, wo du direkt an den Inhaber rankommst und ihn fragen kannst. Denn die meisten Filmer und Fotografen, die machen komischerweise diesen Fehler, die denken so, ja, ich würde am liebsten gerne gleich für Nike, für Adidas, für Google oder sonst wen filmen oder fotografieren wollen. Und das Problem ist halt, in diesen Konzernstrukturen, da kommt ihr halt schwer an die richtigen Leute ran, ja. Oftmals müsst ihr
wenn ihr dort was dreht, mit verschiedenen Abteilungen drehen. Da gibt es das Marketing, dann gibt es vielleicht das Recruiting, dann gibt es ja vielleicht noch den Einkauf und hast du nicht gehört, bis du da überhaupt mal durchkommst, um für ja, dieses Unternehmen irgendwas ansatzweise zu fotografieren oder zu filmen. Ja, da ist es einfach gewissermaßen schwierig. Ja? Deswegen empfehle ich dir, gerade wenn du vor allem dein Portfolio eben aufbauen möchtest, dich eher an kleine und mittelständische Unternehmen zu richten. Ebenfalls würde ich dir empfehlen, sich an Branchen zu richten, wo auch, sag ich mal, gewissermaßen Geld steckt. Ja? Denn möglicherweise hast du in deinem Freundeskreis den einen oder anderen Musiker oder ähnliches, ja, die sind halt auf gut Deutsch, auf Englisch, broke. Ja? Also Musikvideos kann man machen und das ist gut für die Übung, aber finanziell wirst du dich damit sehr schwer über Wasser halten können. Das davon bin ich überzeugt. Mit vielen Leuten habe ich auch darüber gesprochen. Deswegen halte ich mal lieber fern. Das ist genauso wie angenommen, du würdest jetzt anfangen, keine Ahnung, den Cheerleader-Verein von nebenan zu filmen. Ja, das ist zwar gut für die Übung, macht vielleicht auch Spaß, aber im Endeffekt sind die broke und können nicht dich wirklich finanzieren, dass du da irgendwie Aufträge anziehst, für die du mal 2.000, 3.000, 5.000 oder mehr Euro auch an Land ziehen kannst. Das Ding ist, gerade im B2B-Bereich, ja, wenn es jetzt um Imagefilme geht oder so, ist es eigentlich noch einfacher, sich ein Portfolio aufzubauen. Weil du kannst ja, wie gesagt, in der Regel die Unternehmen googeln, ja, und wir machen es mal beispielhaft durch. Angenommen, du möchtest ins Handwerk, also du sagst es so ein Malerbetrieb, ja, das wäre ja ganz nice, wenn du da mal einen Imagefilm für den drehen könntest. Also was du machst ist, du schaust praktisch in deiner Nähe, ja, gehst auf Google, gehst auf tippst einen Malerbetrieb und dann gehst du auf deren ihre Webseite, schaust, ob die einen Imagefilm haben oder nicht. Und wenn nicht, dann schreibst du denen entweder eine E-Mail oder am besten, du rufst an und bietest denen for free einen Imagefilm an. Am besten machst du das halt auch so, dass du das erstmal für eine einzige Branche machst. Also eine Branche, welche du dir vorher raussuchst, ja, und dich vielleicht sogar darauf direkt spezialisieren möchtest, bevor du es kunterbunt für jeden machst und irgendwas anfängst, ja, da mal die Brauerei, da mal den Malerbetrieb, da mal das Tech-Unternehmen oder so. Das ist ein bisschen kunterbunt. Ein gutes Beispiel ist eines von meiner Teilnehmerinnen, ja, die bei mir im Mentoring ist und die bietet zum Beispiel Imagefilme für Hochzeitsdienstleister an. Also für Hochzeitsfotografen, Hochzeitsvideografen, Trauredner, Floristen, Brautmodeläden und so weiter und so fort. Und das ist an sich eine ganz gute Branche, weil in der Regel ist es so, du kommst ja direkt an den Inhaber ran. Ja, also meistens, wenn du dort anrufst bei einem Hochzeitsfotografen zum Beispiel, dann kommst du ja direkt an den Hochzeitsfotografen und musst nicht nochmal an der Sekretärin oder irgendwas vorbei. Ja, und wenn du dort eben anrufst und dieser Person dann auch anbietest, hey, hör zu, ich würde gerne für dich zum Beispiel einen Imagefilm machen, egal ob es ein anderer Fotograf ist oder, wie gesagt, Wedding Planner oder Florist, ja, da kommst du recht schnell an den Inhaber ran, kannst ihm sagen, hey, ich würde da gerne was für dich drehen, würde was machen, kannst für deine Homepage verwenden, was meinst du? Und dann werden die in der Regel auch nicht abgeneigt sein und dann kannst du genau darauf hingehen, dein Portfolio aufbauen und sobald du da auch gewissermaßen ein Portfolio hast, solltest du Stück für Stück eben dann auch eben anfangen, Geld dafür zu nehmen, ja. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht erstmal sagen, denn es gibt klar noch mehr Möglichkeiten, um sein Portfolio zu erweitern, um an Portfolioarbeiten zu kommen, ja. Aber was ich eben festgestellt habe, ist, dass noch mehr Optionen für eben meist noch mehr Verwirrung sorgen, ja. Und wenn du das erstmal einfach umsetzt, das, was ich dir gerade auch schon mitgegeben habe, dann hast du auch erstmal eine klare Anweisung und nicht zu viele Optionen, nicht zu viele Möglichkeiten und weißt auch eben im Endeffekt ganz genau, was zu tun ist, ja. Genau, und wenn du eben sagst, ja, cool, Walter, das hört sich echt alles mega an, dann würde ich dich einmal bitten, smash einmal den Like-Button, ja. Und zum anderen, falls sich da auch mein Mentoring eben interessiert, ja, dann trag dich doch gerne ein auf walterweber.de. Da kann ich mir auch mal genauer deine Situation überhaupt erstmal anschauen. Guck mir an, wo du gerade stehst, ob so ein Mentoring überhaupt aus meiner Sicht für dich Sinn macht, ja, ob ich dir überhaupt helfen kann und inwiefern überhaupt wie. Und da würde ich dann dich eben mal kostenlos beraten. Und ja, wie gesagt, wenn du daran Interesse hast, dann trag dich ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.